Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns mal dem Thema Fenster und Terrassentüren. Jeder kennt das wahrscheinlich. Das Fenster zu Hause knarrt, geht nicht mal richtig auf und zu oder hängt sogar oder schließt nicht mal richtig. Genau um dieses Thema wollen wir uns heute kümmern. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Erstmal eine kleine Sache vorweg. Es ist egal, ob ihr ein Kunststofffenster habt, ein Aluminiumfenster oder ein Holzfenster. In der Regel sind die Fensterarten alle baugleich. Ob das jetzt ein Kunststoff- oder Holzfenster ist, das spielt hierbei keine Rolle. Es sei denn, ihr habt wirklich Fenster, sind 40 oder 50 Jahre oder noch älter. Da sind die Beschläge meistens noch ein bisschen anders und es kann sein, dass es sich da um eine andere, ja, Beschlagsart handelt und da muss man vielleicht etwas anderes einsetzen als jetzt diese Tipps, die ich euch gebe. Im ersten Schritt müssen wir erstmal gucken, wo klemmt unser Fenster bzw. wo drückt der Schuh. Dafür öffnen wir einfach ganz normal das Fenster. Wenn ihr schon merkt, dass der Fenstergriff schwergängig zu öffnen geht, dann kann es sein, dass der Anpressdruck eventuell zu stark eingestellt ist. Dazu gibt es ein extra Video, das werde ich euch mal hier oben verlinken, beziehungsweise checkt doch einfach mal unten die Videobeschreibung, da findet ihr wirklich alle Links, die ihr dafür benötigt. In der Regel geht so ein Fenstergriff ganz normal auf und zu. Zum Beispiel hier merken wir jetzt, dass der Flügel klemmt. Und ich höre es auch. Für mich als Profi weiß ich sofort, unten rechts hakt der Flügel bzw. setzt auf. Das könnt ihr auch sehen an zum Beispiel Schließstücke, die sich in den Rahmen, in den Fensterrahmen befinden. Und wenn da Abnutzungserscheinungen oben drauf sind, dann wissen wir, okay, der Flügel hat sich also nach unten hin rechts gesenkt. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Beziehungsweise ich erkläre euch einfach zwei Möglichkeiten, die ihr als Laie ganz schnell durchführen könnt. Die erste Möglichkeit ist, ihr stellt das Eckband ein. Um so ein Fenster einzustellen, genügt es, wenn ihr einen Imbusschlüsselsatz habt. Besser gesagt, ein Vierer Imbusschlüssel. Dieser sollte auf einer Seite gekröpft sein. Für die Profis unter euch gibt es auch Vierer Imbusschlüssel, die auf beiden Seiten um 90 Grad gekröpft sind, mit einem kurzen Schenkel und mit einem längeren Schenkel. Diese Schlüssel ermöglichen euch, das Fenster sehr einfach und spielend einzustellen. Diese Schlüssel gibt es meistens im Internet oder im Baumarkt zu erwerben. So ein Schlüssel bzw. mit so einem Komplettset werde ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Das Eckband beim Fenster befindet sich entweder links in der Ecke oder rechts in der Ecke und ist meistens äußerlich zu erkennen. Es gibt auch Fenster, da ist so ein Eckband verdeckt liegend, aber bei 90% ist das Eckband wirklich außen zu sehen. Dieses Eckband ist mit zwei Abdeckkappen meistens versehen, einmal oben und einmal unten. Diese oberste Abdeckkappe müsst ihr einfach nur nach oben hinwegziehen und dann habt ihr hier oben eine Öffnung. Und dort hinein passt der Vierer Imbusschlüssel und dann habt ihr auch eine Schraube und dann könnt ihr das Fenster nach oben schrauben oder nach unten schrauben und somit geht dann das Fenster hoch oder runter. Die weitere Einstellmöglichkeit ist, dass ihr das Fenster nach links oder rechts verstellen könnt. Dazu müsst ihr das Fenster öffnen. Hier ist wie gesagt unser Eckband und da unten ist diese kleine Bohrung. Und dort könnt ihr auch wieder den Vierer Imbusschlüssel einsetzen und dann könnt ihr den Flügel nach links oder rechts verstellen. Das sind zwei Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt noch eine dritte und zwar damit könnt ihr den Anpressdruck vom Fenster verstellen. Diese ist aber meistens unnötig und möchte ich euch nicht zeigen. Man muss aber bedenken, bei so einem Ecklager, das Ganze ist natürlich begrenzt zum Einstellen, da der Flügel sich ja in den Rahmen befindet und irgendwann eckt der Fensterflügel oben gegen Rahmen an. Das heißt, ich habe da vielleicht 1-2 mm Toleranz, die ich einstellen kann. Wenn dies noch immer nichts gebracht hat, dann gehen wir zum Scherenlager. Das Scherenlager findet ihr immer direkt über diesem Ecklager. Das sind im Grunde die zwei Scharniere beim Fenster. Und hier oben könnt ihr das oberste Eckband sehen, beziehungsweise Scherenlager. Hier oben befindet sich eine kleine Öffnung. Und dort müsst ihr einfach mit dem Imbusschlüssel reingehen und dann könnt ihr das Ganze verstellen. Und so könnt ihr den Fensterflügel
weiter zum Rahmen einstellen und somit hebt sich der Fensterflügel und schabt dann unten am Schließstück nicht mehr. Das müsst ihr dann herausfinden. Ich würde euch auch hier wieder empfehlen, maximal 2 Umdrehungen zu tätigen und dann mal den Flügel wieder zu schließen, um das Ganze auszuprobieren. Und so schnell können wir das Fenster einstellen. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr jetzt hier eine Terrassentür habt, wie hier, diese Terrassentüren haben ja meistens so kleine Schnepper. Ein Schnepper hält einfach nur die Terrassentür in angelehnten Zustand fest. Das heißt, wenn ich mich draußen auf die Terrasse setze, ich möchte aber die Tür geschlossen haben, damit keine Insekten reinkommen, dann bleibt die Tür wirklich in angelehnten Zustand geschlossen. Um diesen Schnepper einzustellen, das ist ganz einfach, öffnet ihr einfach dieses Fenster. Hier befindet sich dieser Schnepper. Das ist das Kunststoffteil, was im Grunde den Flügel beim geschlossenen Zustand in den Rahmen behält. Um diese Stärke einzustellen, müsst ihr einfach nur diese Imbusschraube hier unten entweder rein- oder rausdrehen. Und somit könnt ihr dann die Stärke vom Schnepper regulieren. Und so schnell habt ihr das Fenster eingestellt. Ich hoffe, euch hat diese kleine Anleitung gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Hier ist der Abo-Button. Hier geht's zum nächsten Video. Da erkläre ich euch, worauf es beim Fenster warten drauf ankommt. Dies solltet ihr mindestens alle 2 Jahre machen, damit eure Fenster auch richtig und vernünftig schließen und damit ihr auch lange was davon habt. Bis zum nächsten Mal.